Lass mich durch sein, bitte lass mich durch. Natürlich nicht. Okay. Schön. Nicht geklappt. Tolle Karte. Sehen böse aus. Nein. Schön. Die Hälfte der Zeit wusste ich nicht, was ich tue. Ich bin froh, dass das rum ist. Das hat viel zu lange gebraucht. Ein Abschnitt. Hoffentlich machen wir das nie wieder, aber so wie ich die kenne, machen wir das oft genug. Ja, wir rutschen jetzt einfach durch. Ihr kennt's. Hä? Ihr kennt's ja jetzt. Ich brauche ja die Zähne nicht mehr. Ich wusste nicht, dass man so viele kriegt, ehrlich gesagt. Aber ganz schön nah am Rand, ne? Ups. Oh, egal. Direkt kämpfen. Kann ich da raus, bitte? Ich will hier raus, raus, raus. Boah, fuck you.
Ey, das ist ja echt schlimm mit der Steuerung. Nein. Nein, nein, nein. Ich will da raus. Okay, das hat geklappt. Kann ich bitte da raus? Es ist einfach nicht möglich, dem Vieh auszuweichen. Es ist schlimm. Schickt mir noch 70 Puppen. Ist gar kein Problem. Einfach alles auf einen Haufen werfen. Vielleicht noch das komische Dampflokomotiven-Rollstuhl-Monster zusammen mit den Puppen. Gar kein Problem. Was ist das für eine Scheiße? Hat sich das ausgedacht? Das sieht cool aus. Oh, aber hoffentlich ist das kein Gegner. Okay. So, seltsam. Oh nein. Oh, habe ich schon mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Okay, aber ich glaube, das funktioniert. Das ist nicht so schlimm. Aha. Komische Outlines hier überall, ne? Das sieht nicht so geil aus. Okay. Ich spielte eine Rolle beim Untergang meiner Familie. Aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren. Ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen. Ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Das war aber ein sehr kurzer Abschnitt, oder? Thank you.
Hey, wo ist denn er? Der war doch gerade da, oder? Ich also manchmal. Gut, ich will nur was schauen. Komm ich hier rein? Nein. Ich dachte, vielleicht komme ich mit Schrumpfs dann rein. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Also dieser Dr. Bambi, ja? Von dem die Schwester die ganze Zeit spricht. Kann das sein, dass er sie deswegen umbringen wollte? Weil sie ihn nicht rangelassen hat? Ist das möglich? Also, das wäre schon hart, ne? Was für ein Ekelhaften kann man sein, ey? Oh, das ist er doch, oder? Dr. Bambi. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zum Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder! Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie. Mein Geist. Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung. Deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Okay. Oh, sind das alles... Sind das Tote? Das sind Tote. Ich muss mal auch zurückgehen ein Stück. Nicht, dass hier irgendwas real wäre. Wir sind einfach wieder Psychosen, Alice. Also das ist hier diese Anstalt, wo wir gewohnt haben, oder? Da lang? Geht. Okay, warte. Wollen wir das machen? Okay, hier verpassen wir nichts. Boah, aber das ist schon, ne? Richtig ekelhafter Mensch, Alter. Ist er das? Sie sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug.
Deine wäre ein Triumph gewesen, obwohl du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Freilich. Jawohl. Okay, wir haben wieder eine Psychose. Oh oh, ist das schon das Ende? Fanatischer Zug. Oh mein Gott, das sieht geil aus. Also da kannst du erzählen, was du willst, ja? Da kann ich mich noch so viel aufgeregt haben gerade. Das ist schon geil. Das ist schon heftig geil. So, mal gucken, was passiert. Weiter? Ah, das ist auch... Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, Kanzlerin. Okay. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können Sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht. Die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Sie tat nicht nur so, du Spasti. Die hat dich verachtet. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst. Das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein. Arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren entrops vor uns. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Okay, also er ist eingebrochen, hat sich an Lizzie vergangen, weil sie ihn abgewehrt hat, weil sie wollte ihn nicht von ihm begrapscht werden und sie wollte auch nichts von ihm. Hat quasi Lizzie vergewaltigt, sie dann im Zimmer eingesperrt und hat dann Feuer gelegt und die ganze Familie getötet. Das ist passiert. Weil er nicht ran durfte bei ihr. Das habe ich richtig verstanden, oder? Ich komme da gerade nicht drauf klar, ne? Ich schwöre, mögen seine Klöten Feuer fangen, Alter. Beim Kacken möge ihm der Blitz treffen, aber zweimal. Ich weiß nicht, was ich ihm noch alles wünschen soll. Das sieht so gut aus, ne?